Albtraum, Albtraum, echt. Leute, schafft euch keine Katzen an. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Putzkanal. Heute gibt es ein Vergleichsvideo zwischen dem Thomas Aqua-Anti-Allergie und dem Hühler. So, hier habe ich die beiden Kontrahenten schon mal zusammengestellt. Den Hühler mit der Elektrobürste und hier den Thomas Aqua-Anti-Allergie. Den hat mir ein lieber Kunde zur Verfügung gestellt, der bei mir den Hühler gekauft hat und sozusagen den Thomas jetzt in den Ruhestand geschickt hat. Und ich habe mir gedacht, ich teste einfach mal anhand dieses Teppichs, der da unten liegt, und ein bisschen von den Fliesen hier, wo so die Grenzen sind und was die beiden hier unterscheidet. Ich habe jetzt hier schon etwas Wasser reingemacht, extra einen neuen Filter bekommen und werde jetzt mal starten. Ich hatte so ein bisschen gedacht, hier auf jeden Fall die Fliesen und den Teppich abzusaugen. Ich habe hier zwei Aufsätze, einmal diesen hier für Teppich und Fliesen. Und ja, hier ist noch ein zweiter für Parkett, das habe ich nun leider nicht. Aber ich schaue erstmal, was hier so bei rumkommt. Also zum einen, was dann letztendlich hier drin landet und wie dann dieser Filter hier aussieht. So, vom Zusammenbauen ist es erstmal, finde ich, okay, sofern ich hier alles richtig gemacht habe. Ich musste mich ein bisschen reinfuchsen, vor allen Dingen um diesen inneren, also diesen Wassertank hier, habe ich erst nicht richtig aufbekommen und der ist so ein bisschen schwergängig beim Öffnen und Schließen, aber trotzdem machbar. So, auf dem Teppich habe ich jetzt ganz normal hier ein bisschen Papierreste hier von dem Kratzbrett der Katzen, ja, auch Haare und so ganz normalen Alltagsdreck, würde ich sagen. Und genau, jetzt schauen wir mal, was der hier so zu bieten hat. Hier war ich etwas genervt, weil der Teppich die ganze Zeit angesaugt wurde, obwohl ich die Saugkraft schon auf Minimum gestellt habe. Ich konnte auswählen zwischen Minimum, Eco und Maximum. Diese Problematik habe ich bei dem Hühler mit dem Matratzenadapter nicht. Ansonsten war das von der Saugkraft her echt okay und der Schmutz wurde zuverlässig eingesaugt. Zumindest oberflächlich war nichts mehr zu sehen. Ich habe mir also echt Zeit gelassen und Teppich als auch Fliesen abgesaugt. Vom Handling her ist es wirklich ein ganz anderes Gefühl. Die Elektrobürste vom Hühler zieht sich ja fast von selbst über den Boden. Hier musste ich noch selbst was tun. Aber was mir direkt aufgefallen ist, der Staubsaugergeruch. Ja, ich weiß, auch hier ist ein Wasserfilter, aber es riecht trotzdem völlig anders wie mit dem Hühler. Von der Lautstärke her fand ich ihn wirklich angenehm. Und ein klarer Pluspunkt, er rollt über sein eigenes Kabel. So, den Teppich habe ich jetzt vorgesaugt mit dem Thomas hier. Habe jetzt hier die Elektrobürste, 4 Liter sauberes Wasser im Hühler und schaue mal, was wir hier jetzt noch rausholen. Hier ist nochmal deutlich zu sehen, dass der Teppich nicht angesaugt wird und irgendwie gleitet die Elektrobürste auch etwas feiner über den Teppich. Letztendlich sind das hier auch zwei unterschiedliche Systeme, wobei mir der Thomas-Sauger echt in einigen Kommentaren immer wieder angepriesen wird. Er sei viel billiger und würde die gleiche Leistung bringen. Und sorry, das ist mal echt gar nicht so. Er ist nicht schlecht und tut auch sicherlich, was er soll. Im Vergleich zu einem Trockenfiltersystem ist er sicherlich auch viel gesünder. Aber Saugkraft und Handling ist mit dem Hühler einfach next level. So, fertig gesaugt, kommen wir jetzt zum Ausleeren. Das finde ich ist beim Hühler einfach wirklich einfach. Ich mache einfach den Bügel runter und mache den Motorkopf ab und kann dann das einfach wie einen ganz normalen Putzeimer tragen und entsorgen. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Also ich fand ihn von der Saugleistung eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, er hat den Teppich echt auch ganz gut sauber gemacht. Genau, den muss ich jetzt einfach hier oben öffnen und habe dann dieses Ding hier. Und da graut es mir wirklich vor der Reinigung. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich das jetzt hier rausbekomme.
So, habe mir das Ding jetzt in die Spüle gestellt und schaue jetzt mal. Jetzt habe ich wieder dieses Drama hier mit dem Aufmachen. So. So sieht das Ding jetzt von unten aus. So, hier ist innen. Ja, habe einiges eingesaugt. Ich weiß nicht, hier ist noch irgendwie sowas. Weiß ich auch nicht, irgendwie so ein Filter oder was weiß ich. So, ich kippe das jetzt einfach mal weg hier. Spüle den auch ganz einfach aus. Wie beim Hühler auch. So, hier. Ja, da ist halt da innen drin überall so Krams. Ich glaube, das war's. Joa, die Saugleistung an sich fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Natürlich ist jetzt dieses kleine Stück, was wir gesaugt haben, auch nicht so richtig mega aussagekräftig. Was mich allerdings, glaube ich, auf Dauer nerven würde. Also, ich habe jetzt ja wirklich nur dieses kleine Stück da gesaugt. Und ja, hier drin ist noch so ein Filter und hier diese ganzen Lamellen. Und es ist einfach vergleichsweise wenig Wasser. Wenn ich jetzt also meine gesamte Bude hier, inklusive Katzenteppiche und so weiter, sauge, dann habe ich da sicherlich richtig, richtig viel Schmodder drin. Und ich habe eigentlich keinen Bock, das da noch überall rauszuprokeln. Da unterscheidet er sich dann doch vom Hühler, wo ich tatsächlich einfach nur den Wasserbehälter nehme und durch Sieb auskippe. Ich muss da nicht irgendwo was noch wegprokeln oder so. Ich glaube, das würde mich hier wirklich nerven. Was mich auch ein bisschen stutzig macht, ist einfach, warum ist hier noch ein Filter verbaut? Also klar, das ist halt irgendwie auch so ein Wasserfilter oder es wird irgendwie gebunden. Genau, aber warum ist das hier einfach noch? Also das verstehe ich nicht. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Katzenetage und ja, ich dachte, es wäre einfach zu schade, den Thomas Aqua Anti-Allergie, ich werde den Namen nie lernen, wirklich immer auf Herz und Nieren zu testen. Molly war schon etwas fleißig, hat hier schon auf der Couch gelegen. Oh, Albtraum, Albtraum, echt. Leute, schafft euch keine Katzen an. Nee, war ein Scherz. Darum kümmert sich jetzt der Thomas. So, ich zeige euch das ganze Elend nochmal von nahem. Hier ist echt ein Fellteppich drauf. Das ist schon nicht schlecht. Also, da liegt immer Molly. Hier ist nichts. Oder nur ein bisschen. Hier ist der Thomas wirklich an seine Grenzen gekommen. Ich hatte zwischendurch noch den Hebel an dem Aufsatz einmal verstellt, weil sich einfach so gar nichts getan hat. Diese Fellmassen sind aber auch einfach echt krass. Ich wechsle jetzt zum Hühler und schaue, was die Handelektrobürste und die Ventos gemeinsam erreichen können. Das wird sicherlich auch kein Spaziergang und ich muss mich echt anstrengen. Aber hier setze ich einfach auf die Walzen mit den stabilen Borsten unter der Ventos. Eigentlich bekommt sie alles raus. Sie ist recht wuchtig, sodass sie nur schwer am Knick einsetzbar ist. Dafür nutze ich dann die Handelektrobürste. Besonders fies ist hier die LED-Beleuchtung. So wird echt jedes Haar sichtbar. Ohne Lampe sieht das Sofa längst aus wie neu. Glaubt mir. Ich habe hier auch fast 10 Minuten ordentlich gearbeitet. Jetzt nutze ich die Handelektrobürste. Molly hat ihr Fell hier richtig schön tief eingearbeitet ins Polster. Eigentlich wäre es sinnvoll, jetzt noch eine Nassreinigung hinterher zu machen. Mit der Polsterdüse und der transparenten Düse würden hier sicherlich noch einzelne Haare rausgehen. Und natürlich auch noch einiges an Schmutz. Aber es sind 40 Grad hier und als erste Hilfemaßnahme gegen Katzenhaare ist das völlig okay.
So, habe jetzt mit der Elektrobürste und der Handelektrobürste hier den Rest sauber gemacht. Ein paar vereinzelte Härchen sieht man noch, aber nichts im Vergleich zu vorher. Puh, ja, ist doch ganz schön warm und ein bisschen anstrengend und arbeiten muss man trotzdem auch. Ist nicht so, dass der Hühler alles stellvertretend für einen macht. Man muss selbst natürlich auch arbeiten. Schade eigentlich. Das wäre natürlich wirklich noch das Nonplusultra, wenn der Hühler alles alleine machen würde. Macht er aber nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir mein heutiges Video gefallen hat. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch oder ein Abo. Und natürlich, wenn ihr mich weiterempfehlt und den Leuten von der Existenz dieses Kanals und von mir erzählt. Vielen Dank. Thank you.